Hallo zusammen, ich bin Böse Gummibaum und willkommen zurück zu Let's Play Battletech. Wir hatten gerade einen relativ langen Kampf, allerdings keinen besonders schweren. Leider ist mein Awesome trotzdem ein wenig unter die Räder gekommen. Den will ich gerne reparieren. Weil die PPK... Aha, die PPK ist hin. Die anderen zwei PPKs are fine. Alright. Was ist eine PPK? Eine PPK plus plus. We're getting it. Die Frage ist jetzt, ob ich den Arm ein bisschen mehr panzern will. Because that sucks, dass der Arm so schnell... Ja, repariere das bitte auch. Repariere alles. Dass der Arm so schnell abfällt. Es sollte wirklich nie jemand von hinten an ihn drankommen, eigentlich. Wenn man ehrlich ist. Okay, können wir den jetzt ein bisschen aufpanzern hier? Naja, auf 60. Ich meine, das ist auch wieder übertrieben. Warte mal. Nein. Wenn man das so und du kommst auf 45 runter und du kommst auf 60 hoch, nur damit ich die bessere PPK in dem Arm mit mehr Panzerung habe. Ich frage mich, ob ich die Beine auch noch runtersetzen will. Gehen wir die Beine auf 60 runter, hauen hier nochmal, gehen das auf 60 und das hier auf 65. Okay, I like it this way, I think. Ja. Yeah. Okay, das dauert 8 Tage. Die Frage ist jetzt, ob wir 8 Tage warten oder ob wir uns mit anderen Sachen in den Kampf stürzen. Das dauert einen Tag, dich zu reparieren. Wie schwer ist angeblich der Auftrag? Brauche ich den Awesome? Ja, und ich würde halt gerne Kampf mit 4. Da gibt es wahrscheinlich einen Assault Mac. Ich will lieber warten, wenn es geht. Das ist keinen. Das ist mir nicht den und sagt, alle sind tot. Yo, wait a minute. Zimmer winkt sich auf die Brücke zu sich. Kommando, ich habe ein Notsignal von einem zivilen Transport in der Nähe abgefangen. Yo, we're in the middle of something. Es ist nicht ganz unsere Aufgabe, bei solchen Angelegenheiten auszuhelfen, aber wir sind eventuell das einzige Schiff in der näheren Umgebung. Sie sieht sich die Information auf dem Bildschirm noch einmal an. Andererseits scheint der Antriebszustand des Schiffs kritisch zu sein. Es könnte explodieren, bevor wir es erreichen. Darius wirft mit scharfer Stimme ein. Moment mal, in den planetaren Nachrichten werden Quarantänewarnungen für mehrere Großwurden. Werden, okay, Quarantänewarnungen für mehrere Großstädte ausgesprochen. In den Berichten ist mehrmals von Peripheriepocken die Rede. Stelle behutsam Nachforschungen an. Als die Argo am Ursprung des Notsignals eintrifft, bietet sich dir ein grausames Bild. Das Transportschiff treibt ziellos durchs All. Aus dem gewaltigen Loch im Rumpf entströmt nicht einmal mehr Sauerstoff. Ihr seid zwar zu spät gekommen, um der Crew zu helfen, aber deine Techniker können wenigstens noch brauchbare Teile für den Mechhangar aus dem treibenden Wrack bergen. Perfekt! Darius steht neben dir und sagt, die Arbeit ist makaber, aber wer in der Peripherie überleben will, darf nicht zimperlich sein. Okay, 10.000 ist nicht gerade wahnsinnig viel. Das Problem hier ist, der fucking Victor ganz oben in der, in der Schlange ist. He's not supposed to be. Machen das so, okay, und jetzt bauen wir immer noch. Bauen wir immer noch ewig weite Tage. Viele Tage, glaube ich, nennt sich das Ganze in Wahrheit. Wir haben nur noch 1,8 Millionen. Chill. Jetzt müssen wir auch noch eine weitere Schiffsverbesserung machen. Wir haben nicht genug Kohle für eine gescheite Schiffsverbesserung. Außer Sachs. Come on. Get him done. The Ryan ist fertig. Let's go. Schauen wir uns nochmal kurz die Mech-Krieger an. Vielleicht gibt es irgendwas Sinnvolles hier zu tun. Ja, durchaus. Du kriegst nochmal ein bisschen weniger Rückstoß. Abzug Doomsday. Bafnir kriegt weitere Steuerung, weil es das Einzige ist, was wir bei ihm noch leveln können. Geezer kriegt nix. Hitman kriegt dreimal. Einmal mehr Gesundheit. Maybe. Maybe not. Na, die Waffen sind mir wichtiger. Ice Tray. Kriegt nicht mehr Piloten, das will ich als nächstes von dem. Oder was wäre das hier? Plus 2 Gesundheit. Meh. Risk no fun. Okay, seine Baumigkeit ist immer noch außer Gefecht, daher hat er natürlich auch nicht mehr Punkte bekommen können. Du kriegst mehr Gesundheit, that's nice. Lieber Stark, alright. Aufträge. Das ist das Dschungelbiom. Das Klima in Dschungelbiomen ähnelt oft dem der Tropenregionen auf der Erde, kann aber auch deutlich extremer ausfallen. Üppige Pflanzenvielfalten, eine artenreiche Tierwelt sowie Temperaturen, die für den Durchschnittsmenschen viel zu heiß sind. Also wir haben Hitzeprobleme dann. Ich will den Banshee wieder mitnehmen. Wir machen das nochmal gleich. Das war nicht optimal das letzte Mal, aber ich will es nochmal ausprobieren. Okay. Yo, Doomsday is in the house. Perfect. Prepare for combat.
Wir sind halt gute Seite. Ja, eliminieren Sie das Einsatzteam. Wir haben jetzt auch bessere Headshots mit unserem Awesome. Let's go. Ja. No props. We got this. Wir sprinten mal ein bisschen nach vorne mit dem Awesome. Dann sprinten wir mit dem Banshee. Der soll auch tatsächlich nach vorne. Macht mehr Sinn. Alrighty. Schade, dass wir nicht im Wasser bleiben können. Wäre gut gewesen für die Hitze. Das ist eigentlich wirklich nicht das erste immer laufen. Lauf du mal. Okay, die sind da oben. Nein, Eistür als erstes, der Banshee, sehen wir schon mal hin. Es gibt vier Typen. Ich würde eigentlich gerne links rüber hier. Ich hoffe, du kannst dann darauf jumpen und tatsächlich auf was schießen. Ich bin mir nicht sicher, ob mir da nicht alles verdeckt ist nachher. Du gehst dahin. Du gehst hier hin. Okay, jetzt geht's los. Holy! Okay, ich dachte kurz, das wären vier Softmax, weil sie alle in der ersten Runde waren. Okay, nein, das ist schon einmal ein mittlerer. Zwei schwere und eine Salt. Wir werden uns dabei kurz mal zurückhalten. Ich will, dass möglichst viele von denen zuerst ankommen. Und wir noch gesprintet haben. Grundsätzlich würde ich eigentlich den mittleren gern zuerst killen. Okay, jump. Steht der schon drin in dem? Nein. Okay. Was bist du? 65 Tonne, 75 Tonne. Das sind 95 Tonne. Das System wollen wir als letztes machen. Das heißt, wir haben uns jetzt zuerst einmal so dahin. Nicht optimal ist für den Banshee. Ich will aber den noch beschießen können. Deswegen drehe ich mich nicht noch weiter. Und hoffe, der stirbt, bevor er drankommt. Das nächste Mal der Headshipman. Wahnsinnig viel Schaden, aber der Banshee ist auch nicht für den Fernkampf gedacht. Okay, da kommt er. Da kommt er. Okay, er konnte noch nichts machen, den Zug. Gut. Du kannst leider auch genau Nüsse machen, diesen Zug. Less good. Ja. Jetzt mal da hin. Ich hoffe, dann können wir den nächsten Zug nur da hinhüpfen, weil da ist das immer noch im Weg, gell? Der Stalk wird fallen können. Das ist halt das Problem an dem PPK statt den Langstreckenraketen. Ist Sichtweite gebunden. Oder man ist daran gebunden, dass das. Dass niemand deppert dazwischen steht, wie zum Beispiel ein Fels, der sich hier als Saboteur herausstellt. Wahnsinn, wir schauen an den Hatchetman soweit. Ah, der Optimo. Ah ja, du kannst wenigstens auch noch auf ihn schießen. Banshee wird recht heftig beschossen werden nachher, okay. Aber ich meine, er hat ziemlich viele Evasion Pips. Er ist in Deckung. Okay. Mann. Haben wir. Mit ihm haben wir Meisterding, oder? Meisterpilot. Das heißt, ich kann draufhauen und nachher abhauen. Oh, that's the case. I would like that. I would like that a lot. Da wir können uns hier noch zurückhalten. Den Banshee kann ich hier nicht bewegen. Die anderen beiden müssen nicht unbedingt sich jetzt bewegen. Standing by. Ja, da war nur rein. Sag einmal, was soll diese Scheiß auf den Awesome Schießerei hier? Das geht mir auf die Eier. Ehrlich? Okay, auch nicht auf den Catapult. Jesus fucking Christ. Was stelle ich im Banshee ganz nach vorne? Dann schießt keiner auf ihn. Das ist keine Etikette hier. Das ist absolut. So, ja, du hast mal ab. Kann man da auf ihn schießen? Okay. Ich meine, da werden sie auch auf dich schießen können, I guess.
Das ist besser, deine linke Seite ist besser. Okay, schauen, das ist so. Wir müssen ja mal ein bisschen austeilen. So geht's nicht weiter, okay? So geht's einfach nicht weiter. Bam. Na, jetzt halt wenigstens der nicht auf den Awesome schießen können. Nein, Banshee. Das ist ein anderer Banshee. Das ist genauso mein Banshee. Das sieht aus, als wäre es genauso mein Banshee. Deswegen hat er die blöden Energiewaffen. Ich bin nicht doch ein Banshee. Mal verkaufen können wir das blöde Teil am wenigstens, aber. Not a fan. Ja, bevor die dich jetzt wieder befetzen. Hauen wir sich darüber. Fetzen wir ihm einmal drauf. Das wird den umhauen. Vielleicht können wir hier noch den Killerschuss setzen mit dem Orion. Wirklich jetzt? Fucking Banshee versperrt den. I hate this game sometimes. Okay. Du hast dich darüber. Und dann haust du hier diesemjenigen das Mittelteil weg. You did not do that. Das kalte Befehlsverweigerung, weil ich hab vergessen, dass du noch dran kommst. Angriff. Da sind wir noch nicht ganz hin. Warte auch, heißt ganz. Warte mal, du hast doch Meisterblut. Muss ich das vorher irgendwie auswählen? Das ist einfach nur eine bodenlose Frechheit hier. Eine bodenlose Frechheit! Der Banshee hat nicht einmal Ausweichpips. Just not okay. Okay, wie bist du bewaffnet? Nervig, wie bist du bewaffnet? Bisschen weniger nervig, würde ich mal behaupten. Okay, Orion stirbt zuerst. Oh, ja, nachdem er nur auf den Awesome schießt, könnte ich einfach dahin laufen, oder? Dann ins Gesicht fetzen. Ihr Ekel. Oder wir machen noch im Wald, das wäre noch chilliger. Ich meine, da kommen ein bisschen in Nahkampf-Range. Ich muss mir das mit Ace Pilot nochmal anschauen. Oder Spitzenpilot oder wie auch immer. Okay, du hast allerdings schon ziemlich viele. Ich meine, der kommt noch dran. Ist auch oder war das erste Schießen auf ihn. Gehen wir mal in deine Mitte fetzen kurz. Ich meine, wir haben einiges zerstört an ihm. War aber nicht die Mitte. Mhm, der ist wieder deppert, war der erste ist new. Ich kann da vorne wirklich machen, was ich will. Völlig egal, wie ich die Frontmax aufstelle. That was a heavy hit, Commander. Good to go. Ja, okay, dann verpisse ich mich halt jetzt hier ins Wasser und im K. So. Here we go. Incredible. In fucking credible. Standing by. Nach dem Schießen kannst du dich nur bewegen. Im fucking Schießen. Aber was ist, wenn ich bashen will? Heading out. Putting my weight into it. Okay. Ja, ich meine, wie weit weiter zurück können wir überhaupt noch, wo wir noch auf was schießen können? Murderize him! Dankeschön. That's a kill. Ja, alles korrekt.
Der geht jetzt schon wieder deppert auf meine... Ah nein, jetzt geht er auf ihn los. Na, zumindest. Zumindest. Ein Minimum an Anstand. Na gell, nicht den Flammer, da ist schon so viel Hitze. Okay. Waiting for orders. Orders. Okay. Ey, ey, ey. Corona, ey. Du behauptest, du kannst auf beide schießen? Ah, wenn ich so mich drehe und mich damit von ihm zerfetzen lasse. I don't know if I like that. Ja, ich glaube, wir müssen hüpfen. Ich glaube, es hat. Oh, wir können auch hinhüpfen. Und dann haben wir wenigstens ein bisschen weniger hohe Hitzeentwicklung. Bin nice. Eine Struktur festgelegt. Freigelegt, mache ich mit festgelegt. Wie viel macht eigentlich der Nahkampf? 95 Schaden. Okay, it's not too shabby. It's also not too great. Commander? Was ich jeden dann probiert, was drauf einzubilden. Ja, hau ich noch weiter weg irgendwie. Und von da kann ich jetzt immer wirklich schießen, oder? Auf mich. Er ist unsicher mittlerweile, der Thunderbolt. Au! Armor breach. Sauerei. Internal damage. Sauerei. Commander. Sure. Machen wir von da. Okay, dich haut's bitte jetzt um. Dankeschön. Die sind super golden, die. Die Max schauen irgendwie ziemlich leimern aus. Ja. Wie weit zurück kann ich hier? Dann kann ich nur noch auf ihn schießen. I hate life. I hate it! This is horrible. Okay, ich meine, wir können schon versuchen anzufangen, den zu Kopf schießen, right? Ich meine, je früher, desto besser eigentlich. Ich hätte schon die ganze Zeit mit dem Mausum nur auf den Kopf schießen sollen. Den ganzen langen lieben Tag lang. Gehen wir. 3 PPK, 18%. Bam! Oh, das war spaßig. Das war äußerst spaßig. Oh, ich würde es wirklich von Anfang an machen sollen. Oh, das war so befriedigend gerade. Ich stelle es einfach direkt neben dich. Fetzen in deine Mitte. Habe ich schon mal einen Thunderbolt gehabt eigentlich? 9 Teile, ist schön. Ja, fetzen nochmal auf die Mitte. Ich kann leider wieder aufstehen, was ich unsympathisch finde, weil er sollte nicht viel Rambazamba verbreiten hier. Ich gehe jetzt auf den Awesome schießen. Natürlich geht er auf den Awesome schießen. What a... Okay, auf den Catapult. Still, what a bitch. Seit wann ist die KI intelligent? Alter. Nimm dir ein Beispiel an Ziff bitte, Battletech. Receiving me? Hau drauf! On my way. Engaging. Excuse me? Wieso bist du nicht tot? Critical hit, Commander. Ich hatte das falsch verstanden. Yes, Commander. Order acknowledged. Okay. Please. Murderize him? Ich kann ihn sogar direkt murderizen. So. 82%, oder? Das sollte sehr ausgehen. Und dann könnten wir unsere Max cooler bemalen, oder? Die sind ja noch nicht cool bemalt. Ja, ja, ja. Ja. Okay. We've done it. Wir kriegen ein Geld dafür. Wir kriegen ein Banshee.
Der Mehrwert ist es jede Missionsbelohnung. Oh. Ich bin mich zu früh gefreut. Wir kriegen den Banshee vielleicht nicht, wenn ich genug Gegenstände auswählen darf. Motherfuckers. I'm not getting the Banshee. Bin enttäuscht. Gibt es jetzt noch eine Zwischensequenz oder haben wir es jetzt mit diesen... Eigentlich nur der Haufen enttäuschender Aufträge. Ja, ich weiß, es ist wieder alle mitgenommen worden. Okay, es gibt keine Zwischensequenz. Bist du auch ein 3, eh? Damit ich mich ärgern kann, falls... Nein, du bist ein 3M! Der 3 wäre vielleicht du Leimann gewesen. Oh mein Gott! Wieso habe ich das dritte Teil nicht bekommen? I'm sad now. Kann ich das kurz googeln oder so? Banshee 3E Battletech. Ja, yeah, Battletech Wiki. Was hat der für Plätze? Nein, insgesamt. Sehe ich dann irgendwo insgesamt? Eine Ballistik, eine Energy, 3 Support. Der hätte mir taugt. Ich sag's euch, der hat mir taugt. Der hat eine Ballistik. Im linken Torso. 2 M-Lasers. Die Ultra AK. Ma! God damn it. Oh mein Gott, so sad. Okay, anyways, das nächste Mal müssen wir anders hinreißen. Ich hoffe, wenn mir das Spaß gemacht hat, dazu zu sehen, wenn das der Fall war, lasst dann ein Like oder abonniert den Channel. Aber vor allem schon beim nächsten Mal wieder vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Baba!